Wenn wir hier schon so bequem sitzen in der Sonne, besprechen wir gleich schon nochmal das nächste Thema. Auf dem Weg nach oben als Immobilieninvestor gibt es sicherlich die ein oder andere Stolperfalle. Was kann da so alles schief gehen und was ist denn dir vielleicht schon mal passiert auf dem Weg? Ja, was ist mir passiert? Ich habe ein Haus gekauft ohne Finanzierungszusage. Ja. Und die kam nicht. Und der Kaufpreis wurde fällig gestellt und ich hatte echt keine Finanzierung. Okay. Weil ich dachte, das läuft alles ganz glatt durch. Aber dann hatte die Bank doch Schwierigkeiten. Ja, das war ein Haus in Nordrhein-Westfalen. Ich dachte, Nordrhein-Westfalen ist total chancenreich, weil auch unterbewertet. Ja, und das war ein Haus in Gelsenkirchen. Okay. Und ich wusste aber nicht, dass bei der Bank, wo ich bisher gute Erfahrungen gemacht habe und die mich bisher total gut begleitet haben, aber Gelsenkirchen auf der roten Liste steht. Okay. Weil die gesamten, das ist ein Standort, damit wird das ganze Portfolio negativ beeinflusst. Und das war ehrlich gesagt ein Problem, das war ein Doppelhaus, weil es zwei Objekte waren und die Bank hat gesagt, das finanzieren wir nicht. Und ich habe mich zu 100% darauf verlassen, dass das so läuft. Und das war ehrlich gesagt mega anstrengend. Mhm. Und wenn dann die Tage ablaufen, gut, wahrscheinlich hätte der Verkäufer jetzt nicht gleich den Rücktritt vom Kaufvertrag gemacht, aber ehrlich gesagt, das ist ja auch total peinlich. Also der Kaufpreis wird fälliggestellt, ja, und dann sagt man, ich hab's nicht, ich kann's nicht. Ich kann's nicht zahlen, ja. Ich habe dem dann einen Eigenkapitalnachweis gebracht und habe gesagt, guck mal, ich könnte auch selber bezahlen, nur das wäre ja steuerschädlich, wenn man das komplett aus Eigenkapital macht. Ich wollte unbedingt finanzieren, denn wenn ich es zuerst aus Eigenmitteln mache und danach finanziere, dann ist es steuerschädlich und dann können die Schuldzinsen nicht mehr abziehen. Also okay, das ist total gefährlich. Ja, das wäre fürs Investment wirklich, wirklich tödlich gewesen. Ja. Und ich wollte unbedingt finanzieren, um einfach den Leverage zu nutzen. Das war echt eine blöde Situation. Was muss ich als Investor sagen, hätte ich mich früher darum kümmern müssen. Wie hast du das gelöst, das Problem? Indem ich zur nächsten Bank gegangen bin und dann haben wir innerhalb von 72 Stunden sozusagen so eine Finanzierung gedreht, mit wirklich wahnsinnig viel Tempo, total gutem Zutun von denen, ja, aber auch sozusagen allen Unterlagen von mir und ich habe dann auch mehr Eigenkapital reinschießen müssen, als eigentlich gewollt. Aber damit haben wir es dann in wenigen Tagen tatsächlich so hingedreht. Okay. Ja. Aber was machst du da? Kannst du als Investor nur sagen, nach längerer Berufserfahrung machst du auch mal einen Fehler. Weil du dachtest, es läuft so durch, wie andere Investments auch. Es lief aber gar nicht durch. Ja, und plötzlich stehst du dann da und die Bank sagt, nach mehreren Wochen, ach wissen Sie, das begleiten wir gar nicht. Na gut, lag ja auch an mir. Ich hätte nachfragen können am Anfang, wie schätzt ihr den Standort ein? Denn was anderes in Nordrhein-Westfalen haben die finanziert. Ja. Da war ich in einer anderen Stadt in der Nähe von Essen. Das fanden die gut. Gelsenkirchen ist jetzt vielleicht 30 Minuten entfernt. Das fanden die schrecklich. Okay, ja. Warum? Also, warum? Ja, weil da die Demografie so kritisch gesehen wird und der Leerstand als so problematisch angesehen wird, anders als jetzt zum Beispiel in Dortmund oder in Mühlhausen oder in Essen, was die nicht ganz so kritisch ansehen. Wusste ich aber nicht, habe ich mich auch nicht drum gekümmert. Also das war definitiv sozusagen auch ein Fehler, den ich gemacht habe. Hätte man gedacht, ich weiß doch, wie es geht und ich kenne doch die Leute und man weiß doch um sich und die kennen mich doch auch als Bankkunden und so. Ja, ja, klar. Aber echt falsch eingeschätzt. Was war noch so ein Thema? Also, wir hatten mal so eine Marktphase, wo gar nichts ging. Ja, also, das war so 2002, 2003, da wollte einfach keiner ein Mehrfamilienhaus kaufen. Ja, ich kam so aus der guten Phase des Marktes, da ging es wirklich super. Das war und ziemlich an deiner Anfangsphase noch. Plötzlich gab es so eine Rutschbahn. So nach ein bisschen mehr als 10 Jahren. Ein bisschen, okay. Ja, und wenn man nach 10 Jahren das Gefühl hat, ich kann es, das läuft gut, man hat sich eine Struktur aufgebaut, übrigens auch mit laufenden Kosten. Und plötzlich nimmt die Handelsgeschwindigkeit rapide ab, weil die Leute einfach nicht mehr kaufen. Ja. Und man hat aber seinen ganzen Betrieb, mein ganzes Maklerunternehmen darauf ausgerichtet. Und plötzlich kauft keiner mehr die Häuser wie noch ein paar Monate vorher. Ja. Also das war echt, ehrlich gesagt, ein schwieriges Thema. Und dann auch die Frage, bin ich eigentlich im richtigen Markt und habe ich den richtigen Beruf? Ja, denn wenn ich ein Produkt verkaufe, das keiner nachfragt, dann habe ich mich entschieden, nein, ich halte durch, weil ich schon daran geglaubt habe, ich sitze ja in Berlin, dass der Standort gut ist und dass die Firma gut aufgebaut ist und ich auch ein guter Verkäufer bin und der Standort schon auch wieder kommt. Dann habe ich Marketingkampagnen entwickelt mit anderen Investoren und anderen Besitzstandshaltern für Berlin. Ja. Ja, dann haben so Marktforschungsinstitute immer gesagt, man könne in Deutschland maximal in Heidelberg oder in Wiesbaden oder in München investieren. Und ich habe auf allen Podien immer das Berlin-Lied gesungen und habe gesagt, nein, Berlin ist chancenreich, da müsst ihr auch hingehen. Ja. Aber viele haben sich in den 90er Jahren da dagegen die Finger verbrannt und wollten dann auch nicht mehr investieren. Und es gab wirklich eine Dürrephase, die hat mehrere Jahre angehalten. Und da muss man sich als Unternehmer dann echt fragen, was mache ich? Stehe ich das durch?
oder höre ich auf? Und mach was anderes, ja. Mach was anderes. Und ich bin nachträglich gesehen natürlich total froh, dass ich da auch wieder durchgehalten habe. Ich glaube, Durchhaltevermögen ist ohnehin das Hauptwichtigste, ja. Als Investor genauso wie als Selbstständiger oder als Unternehmer, dass man wirklich an sein Produkt, an seine Geschichte glaubt, obwohl es dann auch über mehrere Jahre schon auch echt hart war. Ja. Aber ich wollte bewusst auch jetzt nichts anderes machen, denn ich hatte ja diesen Expertenstatus schon entwickelt. Ich war ja Spezialist für Zinshäuser. Mhm. Was machst du denn jetzt, wenn du was ganz anderes verkaufst? Dann musst du wieder von vorne anfangen. Genau, dann hast du ja auch den Spezialistenstatus quasi aufgegeben. Ein Glück habe ich es beibehalten, denn als dann der Markt sich gedreht hat, dann hat sich das natürlich erst recht ausgezahlt. Dann war ich quasi einer der ganz wenigen, die in diesem Investmentmarkt langjährig da waren, weil sich die allermeisten verabschiedet hatten. Also, wenn man diese 7 dürren Jahre dann überwindet, dann kommen auch wieder die 7 extrem guten Jahre. Ja. Und die ehrlich gesagt haben das, was wir da als Minus hatten, mehr als ausgeglichen. Und das war dann ehrlich gesagt die glücklicherweise späte Bestätigung, dass es gut ging. Gut war, ja. Und da bin ich nachträglich dankbar, dass der Markt sich dann so entwickelt hat. Übrigens, Dankbarkeit gehört auch dazu. Das ist ja nicht nur unternehmerische Genialität. Manchmal muss man auch dankbar sein, dem lieben Gott oder wem auch immer. Oder der Konjunktur, dass das halt so dass gut es ging. Gut entwickelt hat, ja. Dankbar bin ich übrigens jeden Morgen und jeden Abend. Ja. Das ist sehr wichtig. Ja. Und auch mal das zu schätzen, wissen, was man erreicht hat. Total. Und vorhin hast du kurz angesprochen gehabt, dass die Vermietbarkeit nicht immer so gegeben war wie heutzutage in Berlin. Und wenn du jetzt ein Zinshaus gekauft hast, das ist vielleicht teilweise Leerstand. War das dann überhaupt möglich, mit Cashflow das Objekt zu finanzieren? Oder? Muss ich mal mein Handy leise machen, tut mir leid. Da klingeln jetzt die Nachrichten. Die wichtigen. Ja. Die Anfragen von den ganzen Investoren. Ja, das wäre super. Die kommen alle per WhatsApp, ja. Ja, das war ein echtes Thema. Wie gehe ich mit so einem strukturellen Leerstand um? Das war ja nicht nur ein Leerstand, weil der Mieter gerade ausgezogen ist, sondern es war so ein struktureller Leerstand von 10%. Ja. Also die haben natürlich nicht auf Soll finanziert. Die haben nicht die Vollvermietung vom Haus angenommen, sondern die haben quasi nur 90% finanziert. Ertragswertermittlung dann, ja. Und dann muss man schon sehr glaubwürdig argumentieren können, was die Mietenzahl ist. Ich habe trotzdem nicht jeden ins Haus genommen. Sondern ich habe bei allen Häusern, und die waren ja meistens in so einer einfachen Lage, ich habe immer darauf geachtet, dass es ordentliche Mieter sind. Mhm. Also manchmal ist man dann auch verzweifelt und nimmt quasi jeden, trotz schlechter Bonität oder weil die vielleicht dann irgendwie auch Unruhe vielleicht im Haus machen. Vielleicht die Quote ein bisschen besser machen, so ja schnell genau. rein. Aber das ist ein schneller Gewinn, der sich meistens nachher nicht im Haus auszahlt, denn wenn dann auch so eine Hauskultur kippt, dann ist es gerade in so einer einfachen Lage eher schlecht. Da habe ich echt immer darauf geachtet, dass ich ein Gefühl für die Mieter kriege. Und wenn die ordentlich waren, auch wenn die jetzt ein einfaches Einkommen hatten oder auch mal keines, waren auch Transferleistungsempfänger. Ja, wenn einer mit einer Arbeitslosenunterstützung kam, aber der ein guter Typ war oder die alleinerziehende Mutter sagte, ich bin Hartz-IV-Empfängerin, sie möchte die Wohnung aber haben und ich habe einen guten Eindruck von der gehabt, dann hat sie ins Haus gepasst. Aber ich habe nicht jeden genommen, ich habe mir die halt immer genau angeguckt. Und das wiederum fand die Bank total gut. Ja, also dass man dann auch begründet hat, warum wir halt nicht 100% Vermietung haben, sondern immer nur noch 90%. Aber die haben gemerkt, dass da eine hohe Ruhe war im Haus. Und wenn dann der Gutachter mal kommt und sieht, das Haus ist total gepflegt, das ist ordentlich, da macht keiner irgendwas kaputt. Darauf habe ich immer geachtet. Ja? Häuser, die so ganz frisch gestrichen sind im Treppenhaus, also wo es noch nach Farbe riecht, da weiß ja jeder, das ist eine Verkaufslackierung. Ja? Schnell drauf. Und ich habe übrigens bei meinen Häusern das Treppenhaus fast nie gestrichen und war immer total stolz drauf, dass das nach 10 und 20 Jahren immer noch schön war. Immer noch intakt war. Da war kein Graffiti, da waren keine Kratzer, da gab es keine Sachen, die demoliert worden sind. Ja. Die waren ordentlich. Die hatten vielleicht so ein bisschen Gebrauchsspuren, aber das hat keiner kaputt gemacht. Da war keine Sabotage und die haben es einfach nicht zerlegt, das Treppenhaus. Und auch nicht so viele Umzüge natürlich wahrscheinlich. Genau. Weil es ordentliche Mieter waren. Ja. Und wenn du es nochmal anfangen würdest als Investor, haben wir jetzt schon gelernt, du würdest nicht mehr wahrscheinlich ein Haus kaufen ohne Finanzierung. Ja, das ist ungeschickt. Und was würdest du noch so drauf achten? Also früh anfangen. Das ist, glaube ich, wirklich einer der besten Tipps. Aber natürlich nur erstens, wenn man es kann. Und zweitens auch, wenn es möglich ist. Ja. Wenn man einfach noch nicht das Eigenkapital hat, dann macht es auch keinen Sinn. Ja, also jetzt hochriskant irgendwas zu machen, das macht, glaube ich, keinen Spaß. Also da verbockt man sich dann auch die Biografie eher, als dass es was bringt. Ja. Mhm. Also ich glaube schon, dass das bei allem Ungestüm, man will jetzt was machen, schon auch den richtigen Zeitpunkt erfordert. Ja. Und ich würde jedem sagen, also wer jetzt 20.000 Euro hat, der kann sich kein Mehrfamilienhaus leisten. Ja. Wer jetzt 100.000 Euro hat, der soll auch nicht 100.000 Euro sofort in ein Mehrfamilienhaus investieren, sondern vielleicht die Hälfte in eine Immobilienanlage investieren. Das macht bestimmt Sinn und die andere Hälfte noch als Liquidität vorhalten. Ja? Für Sicherheit. Genau.
wenn die Bank morgen kommt und sagt, wir wollen nochmal eine Nachbesicherung, weil vielleicht die Umsätze, wenn man selbstständiger ist, dann doch nicht mehr so laufen, dann ist es halt total wichtig, dass man noch was in der Hinterhand hat. Ja? Oder wenn was Unvorhergesehenes in der Eigentumswohnung passiert, man muss was reparieren oder im Mehrfamilienhaus, man muss was reparieren, wenn man dann dafür kein Eigenkapital hat, das ist, glaube ich, aber du hattest ja immer genug Eigenkapital. Gab es vielleicht noch so einen Punkt, wo du mal sagst, da brauche ich mal, hätte ich mal vielleicht noch ein bisschen Das wäre eine geschönte Biografie. Ja? Also ich hab dir ja mal erzählt, dass es auch mal eine echte Dürrephase gab im Immobilienmarkt. Da war das auch mit der Liquidität ein Problem. Also wenn die Umsätze dann plötzlich so im selbstständigen Leben auch nicht mehr so sind, dann ist es natürlich tatsächlich schwierig. Und dann kommen plötzlich größere Reparaturen, dann muss man so ein Dach reparieren bei einem Haus und das kostet halt richtig Geld. Und wenn man es nicht macht, dann kam die Mieter was in der Hand gegen dich als Vermieter und dann kommt also eins zum anderen. Ich glaube, es gibt keinen einzigen Selbstständigen auf der Welt, der nicht auch so eine Phase erlebt hat, wo es auch echt knirsch war, wo man auch echt überlegt hat, boah, wie geht denn das jetzt in den nächsten 2-3 Monaten? Ich habe das auch erlebt. Ein Glück ist es schon länger her. Ja, ein Glück ist, glaube ich, die Phase auch endgültig überwunden. Ja. Ja, schneller Holzklopfen. Ja, ich glaube auch, das kommt nicht wieder. Aber ehrlich gesagt, wer das nicht erlebt hat, der hat auch vielleicht seine Lektionen nicht gelernt. Also das ist, glaube ich, eine Erfahrung, die haben wir alle gemacht. Ja. Wichtig ist halt, dass man daraus lernt und dass man dann Fehlgriffe möglichst vermeidet. Und wie gesagt, bei allen Investments, ja, chancenreich, aber jetzt nicht risikoverliebt. Mhm. Ja. Also schon so, dass die Wette auch aufgehen kann. Ja. Also als Jugendliche darf man, glaube ich, ein bisschen risikofreudiger sein. Weil man ja mehr Zeit zum Ausgleich. Glaube ich auch, ja. Also was wäre noch der Tipp? Ja, früh anfangen. Und ich glaube, ich hätte vielleicht noch ein paar Investments mehr machen können. Mhm. Da war ich vielleicht zu zurückhaltend, weil ich immer gesagt habe, finanziere das erstmal, spare eher ein bisschen mehr Eigenkapital fürs Nächste an. Da waren andere schneller und haben vielleicht mit dem gleichen Eigenkapital halt 3 Häuser gekauft, während ich nur 1 gekauft habe. Meins war sozusagen immer sicher, ich konnte immer gut schlafen, aber die anderen hatten nachher vielleicht im Ergebnis 3. Ja. Das ging in einer guten Marktphase gut auf. Es gab aber auch Marktphasen, da war die konservativere, die risikoaversere Sicht vielleicht die Chance. Vielleicht die bessere, ja. Da gab es sicherlich auch den einen oder anderen Investor, der dann sein Hab und Gut verloren hat durch zu hohe Leverages. Ja, haben wir ja in den Immobilienkrisen immer erlebt, die dann plötzlich von der Bank die Aufforderung bekommen, mach mal die Nachbesicherung. Alles klar. Und wenn das dann nicht geht, dann ist halt schwierig. Das muss jeder, glaube ich, für sich selbst rauskriegen. Ich würde halt immer sagen, so ein Investment muss parallel zum Unternehmerischen zum Beispiel funktionieren. Es sei denn, ich lebe jetzt als Investor, dann ist es der Geschäftszweck. Ja. Aber bei fast allen ist es ja eine Kapitalanlage. Wir wollen damit nebenher Geld verdienen. Oder langfristig irgendwie später mal was davon haben. Altersvorsorge, oder so, Das typische unternehmerische Vorsorge, dass man halt eine Immobilienanlage hat, wo man vielleicht später mal von den Mieten leben kann. Aber das soll ja nebenher laufen und soll jetzt nicht subventioniert werden von meinen unternehmerischen Erträgen. Ja. Denn wenn die mal ins Stocken geraten, wie gesagt, kann jedem passieren und ist, glaube ich, auch schon jedem mal passiert, dann wäre es halt total schlecht, wenn man plötzlich zuschießen muss und das macht dann keinen Sinn. Muss man aber auch aufpassen, dass man nicht zu weit rausgeht aufs Land, weil jetzt wurde mir letzte Woche ein Mehrfamilienhaus angeboten, irgendwo in der Pampa mit 10% Rendite. Und da bin ich schon vorsichtig, weil das kann einem niemand garantieren, dass das in 5 Jahren noch genauso ist. In Berlin kann man es schon fast garantieren mittlerweile. Finde ich total wichtig, was du sagst. Es wird einem ja mittlerweile auch Zeugs angeboten, wo wir wissen, dass, also wir haben ja nicht nur wachsende Märkte in Deutschland, wir haben ja auch schrumpfende Märkte. Ja. Und manchmal wird einem ja auch so eine schrumpfende Region als chancenreich verkauft. Also als echt opportunistischer Investor kann man das machen. Aber ob das jetzt eine dauerhafte Kapitalanlage ist oder da, wo wir vielleicht in 20, 30 Jahren davon profitieren wollen, das weiß ich nicht. Das ist halt hochspekulativ. Ja? Es gibt so professionelle Investoren, die machen das. Die wissen aber auch, dass sie sich, wenn es mal eine Abschwungphase gibt, einen Bestand in die Bücher geholt haben, den sie vielleicht 10 Jahre nicht wieder verkaufen können. Ja? Die halten das durch, weil die dann halt mit 70% Vermietungsquote den Bestand gut bewirtschaften können. Ich wollte immer einen Bestand haben, den ich auch verkaufen kann, wenn ich muss. Aber wenn das so Lagen sind, die man vielleicht bei einem wirtschaftlichen Abschwung einfach 10 Jahre gar nicht verkaufen kann, es sei denn mit Verlust, dann macht es keinen Sinn als private Kapitalanlage. Ja. Also da kaufen, wo es langfristig sicher ist, zumindest stabil, das finde ich schon gut. Selbst wenn die Bevölkerungszahl ein bisschen nach unten geht, aber das Haus ist nachher schuldenfrei, weil man es einfach gut getilgt hat, dann ist es auch spannend. Ja, also dann ist es auch ein bisschen egal, ob das alle so Boom-Towns sind, wie jetzt irgendwie München, Stuttgart, Köln, Düsseldorf. Man kann ihn nicht nur in den Metropolen kaufen. Dann geht's auch, aber da muss man halt auf eine schnelle Tilgung achten. Ja. Schnell durch sein, dass man da nicht irgendwie in finanzielle Not kommt.
Das, glaube ich, ist auch das Risiko, wenn die Leute heute mit den sehr niedrigen Zinsen arbeiten, dass sie dann zu wenig tilgen. Und dass sie dann nach Auslauf der Zinsbindung einfach eine höhere Annuität haben als vorher. Genau. Obwohl die Restschuld nur noch 90% ist vielleicht. Das habt ihr ja schon x-mal besprochen. Ja, ja. Ja, ich glaube, das ist wirklich der Tipp Nummer eins. Ja? Dass man darauf achtet. Zu 100%. Ja. Alles klar, super. Dann danke dir für die Mehrwerte und für deine Gedanken zu deinem Restart, wie du den angehen würdest. Und ich wünsche dir erfolgreiche Messetage. Danke, wir sind auf der Sonnenseite des Lebens. Danke. Ja.